Hallo, hier ist dein Pierre Frank. Sich von der Vergangenheit befreien, geht das so einfach? In diesem Video zeige ich dir, warum es so wichtig ist, dass wir uns von Teilen unserer Vergangenheit tatsächlich lossagen und sie tatsächlich gehen lassen. Und natürlich, denn was würde uns dieses ganze Wissen denn nutzen, zeige ich dir auch, wie du das machen kannst. Also ich gebe dir ein paar Tipps und sage dir auch so, wie ich es gemacht habe. Also sich von der Vergangenheit befreien. Was heißt das eigentlich? Klar, wir haben ja alle Erfahrungen gemacht. Jeder hat verschiedene Erfahrungen gemacht. Wir haben auch wundervolle Erfahrungen gemacht. Positive, kraftvolle, schöne Erfahrungen, die wir natürlich nicht loslassen wollen. Aber wir haben natürlich auch wahrscheinlich ganz viele Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und da gab es wahrscheinlich auch Erfahrungen, die negativ waren, die schmerzvoll waren, die unangenehm waren, vielleicht auch lang anhaltend. Und da gab es vielleicht auch Erfahrungen von Machtmissbrauch oder von Übergriffen, Erfahrungen von Ohnmacht. Und wenn wir uns das mal genau betrachten, dann werden wir feststellen, dass ganz viel davon natürlich auch schon in der Kindheit entstanden ist, denn dort waren wir ja ausgeliefert. Da konnten wir nicht einfach sagen, gut, vielen Dank, meine liebe Eltern. Ehrlich gesagt, so gut gefällt es mir hier gar nicht. Ich packe meine Sachen und nehme jetzt eine eigene Wohnung. Ging natürlich mit 5, mit 6, mit 8, mit 10 schlecht. Also waren wir da ausgeliefert. Wir waren da ohnmächtig und mussten vielleicht Dinge aushalten, die nicht wirklich schön waren. Und Erfahrungen sammeln wir ganz, ganz viele. Und all diese Erfahrungen, auch wenn die Erfahrungen vorbei sind, die verpuffen nicht einfach, die lösen sich nicht einfach irgendwie so auf und wir gehen dann ganz fröhlich frei jetzt weiter, sondern nein, nein, unser Gehirn speichert all das, was wir sehen, was wir tun, was wir hören und was um uns herum geschieht. Das heißt, all das, was wir bisher in unserem Leben erfahren haben, haben wir gespeichert, hier oben in unserem Kopf. Und das, was wir da gespeichert haben, das beeinflusst heute noch unser Erleben. Das heißt, wir sehen ganz viel aus dem Blickwinkel der Vergangenheit, unsere heutige Gegenwart. Wir verhalten uns anders, vielleicht vorsichtiger, vielleicht misstrauischer, vielleicht gehemmter, vielleicht sind wir nicht so frei, vielleicht sind wir auch eher langsamer geworden. Also ganz viele Dinge vielleicht, die uns heute eigentlich gar nicht so gefallen. Und das liegt daran, an den Erfahrungen, die wir immer noch hier oben im Kopf haben und von denen wir sozusagen immer noch geführt und geleitet werden. Und das Doofe ist, dass keiner diese Erfahrungen sieht, die wir gemacht haben. Nee, die sind nur hier oben, nur wir. Wir wissen von denen und wir spielen sie vielleicht immer wieder nach. Vielleicht haben wir immer noch Bilder oder Geräusche oder Töne oder jemand spricht zu uns. Also wir sind die Einzigen, die noch diesen kleinen inneren Film immer wieder ablaufen lassen können. Alle anderen haben davon keine Ahnung. Die sehen nur, was aus uns geworden ist. Also so, wie wir heute sind. Und wir kennen das ja auch bei anderen Menschen. Da gibt es so ganz viele Menschen, wo wir sagen, der ist aber merkwürdig. Warum ist denn der so, oder? Und wir haben keine Ahnung, was für eine Erfahrung der gemacht hat. Vielleicht hat er ganz viele Erfahrungen gemacht, wo er vielleicht Menschen verloren hat und ist deswegen so verbittert geworden. Oder er hat Dinge erlebt, Mobbing, Übergriffe, die ihn eher ganz verhalten haben werden lassen. Das alles wissen wir nicht. Wir bewerten einfach nur. Wir sagen, der ist so und so oder der ist unangenehm oder mein Gott, ist der schüchtern. Und wir gehen dann ganz locker damit um und sagen, ja, damit, Gott, der hat ja null Mut und solche Sachen. Oder mein Gott, wie verklemmt der ist so. Und das sagen wir ganz gerne, ohne dass wir wissen, warum der so geworden ist. Das fragen wir uns bei ihm gar nicht. Wir verstehen es gar nicht und wir wollen es auch gar nicht verstehen. Wir sagen nur, Gott, der ist so. Klar, das ist ja auch nur in dem seinen Kopf, also nur in seinem wiederum inneren Film laufen diese Bilder ab, die ihn zu dem Menschen haben werden lassen, der er heute ist. Genauso wie bei uns. Auch über uns sagen vielleicht andere Menschen, mein Gott, die ist aber so, oder ach, wenn die nur ein bisschen mehr in der Richtung wäre, etc. Aber das lässt sich für den anderen natürlich locker sagen, die haben ja keine Ahnung, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Also wie gesagt, alle Erfahrungen werden in unserem Gehirn gespeichert und deswegen nehmen wir diese Erfahrung auch noch heute mit in die Gegenwart. Also wir tragen sozusagen all das, was wir erfahren haben, mit in unser Umfeld, mit in unsere Partnerschaft,
mit in unseren Freundeskreis und auch mit in unseren Job, in unserem Beruf. Und dann scheint es so zu sein, als können wir gar nicht anders handeln als so. Und dann werden wir genauso bewertet und manchmal bewerten wir uns selber. Klar, wenn wir zum Beispiel in der Kindheit erfahren haben, dass wir schlecht sind, nicht liebenswert sind, zu langsam sind, zu dumm sind, dann haben wir das noch heute in unserem Gehirn gespeichert und das ist unsere Wahrheit. Und dann tragen wir auch das mit in unsere Partnerschaften hinein. Das heißt, wir sind vielleicht gar nicht so frei, wie wir gerne sein möchten. Wir sind gar nicht so locker, wie wir gerne sein möchten. Und teilweise betrachten wir die Zukunft auch gar nicht so, wie sie sein könnte. Wundervoll, frei, schön. So, und dann sind wir natürlich auch ganz gerne, ganz oft etwas ungerecht, weil wir sagen, warum gerade muss ich so eine Vergangenheit haben? Warum haben alle anderen das nicht? Und da kann ich dir schon sagen, die anderen haben andere Erfahrungen gemacht und die sind vielleicht auch nicht so schön gewesen. Und aus meiner Arbeit als Coach kann ich dir sagen, da spielt es keine Rolle, ob jemand viel Geld hat, reich ist, angesehen ist, bewundert ist, bewundernswert ist, ob er ein Star ist oder jeder hat so seine Erfahrung gemacht und jeder hat seinen kleinen Rucksack, sein kleines Päckchen zu tragen. Und klar, auch diese Menschen, bleiben wir mal bei den Stars, bei denen, die ganz viel Geld haben, die jeder kennt, du kennst sie, ich kenne sie. Und wenn die zu mir kommen, dann haben die auch ihren Rucksack dabei. Und den sieht auch niemand, sondern den sehe ich dann erst, wenn sie das vor mir ausbreiten und sagen, das und das und das, so bin ich und das bin ich und ich weiß nicht und wie soll ich damit umgehen und wir dann eine Reise rückwärts machen und schauen, wo hat denn alles angefangen und dann sehen wir, da gab es auch schmerzliche Erinnerungen, Erfahrungen, die sie vielleicht angepeitscht haben, die sie vielleicht dazu gebracht haben, in die erste Reihe zu gehen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören vielleicht. Aber da stehen sie da vorne, weil sie brauchen dieses Prestige, sie brauchen diese Bewunderung, weil vielleicht die Eltern sie dahin gepeitscht haben. Und ihnen beigebracht haben, du bist nur dann wundervoll, nur dann liebenswert, nur dann bist du wirklich etwas wert, wenn du. Und dann kommt diese ganzen Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses Programm haben die teilweise auch heute noch in ihrem Kopf. In ihrem Kopf. Kann keiner sehen. Draußen strahlen sie und wir bewundern sie. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen. Du, ich und alle anderen auch. Und nun gibt es natürlich Erfahrungen, die eben unser Leben eher bremsen oder behindern oder negativ beeinflussen. Und die würden wir ganz gerne ein bisschen loslassen. Und das geht. Denn das Universum weiß, wir machen Erfahrungen. Es gibt keine Fehler, es gibt keine Schuld, sondern wir sind einfach hier, um einen gewissen Lebensabschnitt zu durchwandern. Und da machen wir Erfahrungen. Und es kann sein, dass wir an manchen Erfahrungen einfach kleben bleiben, einfach hängen bleiben. Und das ist eigentlich nicht im Sinne dessen, sondern viel wichtiger ist, ja, wir durchwandern alle Stufen. In der Kindheit durchwandern wir alle Stufen von Gefühlen, von Scham, von Schuld, von Trauer, von Wut, etc. Und natürlich auch von Stolz und von Würde und auch von Liebe und von einem Zuhause und aber wir sollten all diese Stufen durchwandern, damit wir das alles in uns integriert haben und befreit alle Gefühle zur Verfügung haben. Und wenn wir natürlich durch unsere Vergangenheit in verschiedenen Gefühlsschleifen hängen bleiben, dann bleiben wir vielleicht immer in der Bewusstseinsebene Scham oder immer in der Bewusstseinsebene Trauer, wenn wir jemanden verloren haben und bis heute nicht überwunden haben, oder in Wut. Oder. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Gefühle haben wir, aber wir sollten sie nicht zum Hauptthema unseres Lebens machen. Unser Hauptthema unseres Lebens heißt, alle Gefühle zur Verfügung zu haben. Denn dann gibt es immer wieder Momente, da schämen wir uns. Huh, das war peinlich. Es gibt Momente, da sind wir wütend. Es gibt Momente, da sind wir traurig, weil wir jemanden verloren haben. Also all diese Gefühle sollen uns zur Verfügung stehen. Und sie sollen uns zur Verfügung stehen. Nicht wir stehen diesen Gefühlen zur Verfügung, weil sie uns einfach festhalten.
und wir dann unser Leben danach bestimmen. Und deswegen ist es so wesentlich, damit wir tatsächlich unser Leben in eine Form führen können, die wir gerne wollen, die wir gerne möchten, die wir uns wünschen. Vielleicht möchtest du gerne eine Partnerschaft haben, die wundervoll ist, die frei ist, auch in der Sexualität frei ist und auch in der Intimität und in der Nähe und im Vertrauen und in der Tiefe und in der Hingabe. Und kannst du das vielleicht nicht? Oder vielleicht möchtest du auch im Beruf mutig vorangehen und neue Ideen in die Welt bringen und dich inspirieren lassen und Feuer fangen von neuen Impulsen. Und das geht irgendwie nicht. Und man weiß ja auch, dass wenn wir an alten Gefühlen hängen bleiben, dann sind wir so. Und dann ist dementsprechend auch unsere Clique, unsere Freundschaft, unser Umfeld so. Und vielleicht möchtest du da auch viel lieber eher auch aufgefangen werden, dich wohlfühlen, entspannt sein können, keine Rolle mehr spielen, einfach da sein, so wie du bist und man mag dich und du musst nicht irgendwie schauen, verhalte ich mich auch wirklich richtig? Und auch das ist ein Programm von früher. Verhalte ich mich richtig? Was sagen die anderen über mich? Habe ich was Peinliches gesagt? So. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wirklich Teile unserer Vergangenheit loslassen. Und die eigentliche Frage ist natürlich, okay, bitteschön, wie lassen wir das denn jetzt los? Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, die unseren Fokus einfach wegführen von der Vergangenheit. Das war noch kein Loslassen. Also zum Beispiel, wir können eine Dankbarkeitsliste machen, wofür wir alles dankbar sind, was wir Tolles zurzeit in unserem Leben erleben und was wir alles haben. Und dann werden wir feststellen, da kommen ganz schnell 200, 300, 400 Sachen zusammen. Wenn du auch dazu schreibst, dass es schön ist, dass du eine Wohnung hast und dass es warm ist, dass du Essen hast und Trinken hast und so, dann legen wir unseren Fokus, also unseren Wahrnehmungsfilter in eine neue, andere Richtung und das schwächt natürlich unser Vergangenheitsfeld etwas ab. Aber das ist noch kein Loslassen. Wir können natürlich auch vergeben. Und vergeben ist natürlich gar nicht so einfach, klar, weil wir wollen eigentlich gar nicht vergeben, da wurde uns Unrecht angetan, da gab es eine Schieflage. Und nun soll ich einfach so tun, bitteschön, du bist frei, ich vergebe dir, du kannst jetzt weiter so leben, wie du möchtest. Nein, wir wollen ja, dass dieser Mensch sich bei uns entschuldigt, dass der sagt, oh Gott, was habe ich nur angerichtet, wie schlimm ist das? Das Doofe ist, wir werden da ein ganzes Leben lang drauf warten, weil diese Entschuldigung nicht kommt. Es kann sein, dass dieser andere Mensch es gar nicht so sieht. Der empfindet sich tatsächlich vielleicht im Recht. Und auch da ist es so, wir wissen nicht, was hat er für Erfahrungen gemacht, dass er so geworden ist. Vielleicht hat er ganz viele Erfahrungen gemacht, wo ihm Unrecht angetan worden ist. Und für ihn ist das vielleicht die einzige Form, einen Ausgleich zu bekommen. Vielleicht ist seine Überzeugung, das Leben ist ungerecht, man muss andere Menschen auch verletzen, damit ich nicht verletzt werde, verletze ich erstmal andere. So, jetzt bist du Empfänger davon. Jetzt, wenn du mal dein Leben anschaust, kann es sein, dass du in deinem Leben auch ganz viele Menschen um dich herum verletzt, weil du diese innere Wut noch in dir trägst, diese Unzufriedenheit, diese Angespanntheit. Und deswegen lässt du es an deinem Umfeld ab. Die haben keine Ahnung, was für Erfahrungen du gemacht hast. Die sagen nur, oh, die ist aber unangenehm. Der ist aber, das ist nicht schön, mit ihm zusammen zu sein. Immer macht er solche Sachen. Die haben keine Ahnung, was für Erfahrungen du gemacht hast. So, jetzt bist du aber in der gleichen Situation. Du willst dir nicht vergeben. Nee, 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 da gab es einen in der Vergangenheit, der hat dich so und so behandelt. Schlimm, unangenehm, schmerzhaft. Und es war nicht richtig. Wir sagen nicht, dass es in Ordnung war. Aber wir wissen nicht, warum dieser Mensch so geworden ist. Und trotzdem beharren wir darauf, dass der jetzt über seinen Schatten springt, aus seiner Komfortzone rausgeht und all das, was er an Erfahrungen hat, einfach loslässt. So, also erwarten wir eigentlich, dass der jetzt mal sich bitte schön dieses Video anschaut und sagt, okay, jetzt mache ich mal meine Übungen, dann lasse ich mal alle meine Vergangenheiten los und dann kann ich mich bei dir entschuldigen. Können wir lange warten. Denn vielleicht ist dieser Mensch viel zu sehr gefangen in seinen alten Erfahrungen. Aber wenn du dieses Video jetzt siehst, dann bist du anscheinend bereit, sonst würdest du dieses Video nicht anschauen. Dann bist du an dem Punkt angekommen, wo du sagst, diese Erfahrung reicht mir jetzt. Ich möchte gerne weitergehen. Und wir sollten gleich dazu sagen,
Alles ist wundervoll so, wie es bisher geschehen ist. Du hast Erfahrungen gemacht, die waren sehr wertvoll. Du bist nur an dieser Erfahrung hängen geblieben. Du hast nur nicht losgelassen davon. Aber letztendlich, all das, was du an Erfahrungen bisher gemacht hast, ist grandios, weil es gibt eine tiefere Sinnhaftigkeit. Das macht dich aus. Du hast anderen Menschen etwas zu geben. Du weißt Bescheid über Schmerzen, über Leid, über Ungerechtigkeiten. Also du bist ein Experte. Deswegen sagt man auch ganz gerne, der liebe Gott bildet seine Experten aus. Du bist ein Experte in einem ganz bestimmten Themenbereich. Und du lehrst andere Menschen, wie man damit umgeht. Vielleicht zurzeit zeigst du anderen unversöhnlich. Damit geht man nicht um. In dem Moment, wo du loslässt, bist du der perfekteste, beste Lehrer für alle anderen. So kann man Verletzungen, negative Erfahrungen in der Vergangenheit loslassen. Stell dir mal vor. Also, all das, was bisher in deinem Leben geschehen ist, hat einen tiefen Sinn, damit du das leben kannst, was dich ausmacht. Du bist vielleicht nur jetzt in verschiedenen Erfahrungen hängen geblieben. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir die Vergangenheit mal ein bisschen befreien, mal ein bisschen loslassen. Also dann mal so ein bisschen einen Hausputz machen. Also vergeben, ja, vergeben ist eine Möglichkeit, wobei ganz wesentlich ist, wir vergeben heißt nicht, ich finde in Ordnung, was da geschehen ist. Nein, es ist nicht in Ordnung. Es war schlimm, es war böse, es war gemein, es war hinterhältig, was auch immer. Aber du entscheidest, ich will das bitteschön nicht weiterhin in meinem Leben mittragen. Ich möchte das bitteschön loslassen. Es soll nicht weiterhin mein Leben bestimmen. Da gab es jemanden, der hat mir übel mitgespielt und ich schenke diesen Menschen heute immer noch so viel Kraft und Power, dass das mein Leben weiterhin bestimmen darf. Bin ich denn eigentlich bescheuert? Also ich gebe ihm ja noch mehr Energie, als ihm eigentlich zusteht. Also der hat was Böses getan, etwas Unangenehmes getan. Das war nicht in Ordnung. Aber in dem Moment, wo du vergibst, wo du sagst, okay, Dankeschön, hier hast du den Rucksack zurück. Dankeschön, ich mag ihn nicht mehr. Kannst du selber tragen. Ich bin auch nicht mehr sauer. Ich bin auch nicht mehr wütend. Aber ich muss auch nichts weiter mit dir zu tun haben. Das heißt nicht, dass wir uns mit diesem Menschen, dass wir uns mit ihm versöhnen, heißt nicht, dass wir jetzt künftig mit ihm mehr zusammen sind. Muss gar nicht heißen, überhaupt nicht. Das heißt nur, ich möchte jetzt meinen eigenen neuen Lebensweg gehen. Also vielen Dank, hier ist der Rucksack zurück und ich schicke dir alle Liebe. Möge dein Leben wundervoll werden. Das Tolle ist ja, wenn wir anderen Menschen Liebe schicken, sind wir selber voller Liebe. Das heißt, die Liebe erwacht. Wenn wir nicht vergeben, sind wir wütend, sind wir ungerecht, sind wir gemein, dann wünschen wir diesem anderen Menschen auch Schlimmes. Dann verbinden wir uns selber in uns mit dieser negativen Energie. Die ist dann auch in uns. In dem Moment, wo wir jemanden Liebe schicken, ob er es verdient oder nicht, spielt keine Rolle. Wir schicken ihm Liebe, sind wir voller Liebe. Der erste Schritt, wegzugehen. Und dann darf diese Person aus deinem Leben gehen. Also hier oben aus deinem Leben gehen. Du schneidest dieses Band durch und es kann sein, dass du das 2, 3, 4, 5 Mal machen musst, damit diese alten Programme da oben irgendwann mal aufhören und durch neue ersetzt werden. Aber vergeben heißt, geh hin in Frieden. Ich gehe jetzt einen neuen, anderen Weg. Und ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe. Klar, ich habe auch viele Verletzungen in meinem Leben erlitten, auch in meiner Kindheit, klar, auch in meiner Jugend. War nicht so amüsant. Und auch ich hatte natürlich viel Wut in mir. Klar, ich bin dann so ein kleiner Rebell geworden, das war meine Form davon. Aber man mochte mich sehr, weil ich schon immer eine führende Person war. Aber ich war auch jemand, der dann gegen alles Mögliche vorging. Ich ging dann halt gegen die Lehrer vor oder ich ging dann gegen den Schulrat vor. Ich wurde dann sogar Schülersprecher und Schulsprecher. Aber dann ging ich immer gegen all das vor, was sozusagen eigentlich das Vatersymbol war. Das heißt, da war ich auch fremdbestimmt. Da kämpfte ich eigentlich gegen mein Zuhause, also das, was ich in der Kindheit erlebt habe und habe es stellvertretend an andere Menschen ausgelassen. Und da gab es ganz, ganz viele Bereiche. Also jetzt nicht nur
dass ich ein Rebell wurde, sondern in ganz vielen Bereichen war ich eher auch verklemmt und schüchtern, obwohl ich in der vordersten Front stand, obwohl ich auf der Bühne stand bereits mit 6 Jahren und große Filme gemacht habe. Also, obwohl ich sozusagen bewundert wurde von allen, boah, ist der toll. Aber nee, privat war ich schüchtern. Das war nicht so, dass man mich in der Kindheit aufgebaut hatte. So. Und also gab es auch ganz viel loszulassen. Und mein Weg war dann, indem ich mir überlegt habe, was habe ich aus diesen Beziehungen, aus diesen Partnerschaften. Und die Beziehung zu meinen Eltern ist auch eine Partnerschaft. Und all das, was ich in der Jugend hatte, natürlich, und natürlich auch meine allerersten Lieben und Beziehungen und auch die Liebesbeziehungen. Da gab es auch ganz viele Dinge, die nicht so schön liefen. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was habe ich daraus gelernt? Welche Erfahrungen habe ich da gesammelt? Was wurde mir bewusster? Was bin ich danach mehr geworden? Und wenn du jetzt dieses Video anschaust, dann kennst du die Antwort. Das ist aus mir geworden. Du würdest mir jetzt nie zuhören, wenn ich einfach nur reden würde, wenn das nicht alles gefüttert wäre von Erfahrungen, wenn ich nicht wüsste, wie es sich anfühlt, wenn man in der größten, dicksten Scheiße sitzt. Und wenn du nicht spüren würdest, dass dieser Kerl, ich weiß, wie man da rauskommt, der ist da auch raus. Das heißt, ich habe vorhin schon gesagt, durch dein Leid, durch deine Schmerzen, durch all das, was vielleicht nicht gut lief in deinem Leben, da bist du Experte geworden. So wie ich. Und all das habe ich gesehen, plötzlich, was für ein Wissen ich habe, was für ein intuitives Wissen ich plötzlich habe, wie ich Leute intuitiv spüre, sehe, deren Leben sehen kann, dort hineingehen kann in diese Energiefelder und sofort Lösungen weiß, Antworten weiß. Und du spürst in diesem Moment, dass das die Wahrheit ist. Also das wurde mir erst bewusst, als ich betrachtet habe, was habe ich denn eigentlich gelernt aus all diesen negativen Erfahrungen, aus den Partnerschaften, die wehtaten. Was habe ich daraus gelernt? Und das Großartige ist, dass ich Stück für Stück immer mehr davon annehmen konnte. Und das ist ein grandioses Loslassen an der Vergangenheit. Du klebst nicht mehr an dem Negativen. Wie konnten die nur? Warum? Jetzt bin ich so geworden. Sondern ich habe mich darauf fokussiert, was ist Positives, Kraftvolles daraus entstanden. Alles hat zwei Seiten. Und ich habe mir die Seite angeschaut, die mich weiter vorwärts bringt. Und deswegen sitze ich heute hier vor dir und kann mit dir darüber reden. Und du schaust mir zu. Und deswegen kann ich plötzlich Bücher schreiben. Und du liest sie. Und ich kann plötzlich Seminare geben. In großen Hallen. Und Menschen kommen und hören mir zu. Und jetzt geben wir Online-Seminare. Da ist man ja noch näher und vertrauter. Da sitzt man nicht mehr in der 30. Reihe, sondern ganz nah. Und man tauscht sich aus. Und es gibt Entwicklung und es gibt plötzlich Persönlichkeitsentfaltung. Und es gibt Veränderungen im Leben, die ins Positive wandern. Und das alles kann ich, weil ich authentisch bin. Weil ich nicht an Verletzungen der Vergangenheit verharre, sondern was ist daraus entstanden? Und das Leben ist manchmal schwer, ja. Und das Leben hat manchmal ganz schöne Aufgaben, ja. Wenn wir aber betrachten, was wir daraus geworden sind, welche Entwicklung wir dadurch genommen haben oder nehmen können, dann wirst du plötzlich sehen, dass du ein Star bist. Du bist ein Experte. Und Star heißt nicht, dass du eine Halle füllen musst. Vielleicht bist du ein Star in deiner Familie. Vielleicht bist du ein Star bei deinen Freunden. Vielleicht bist du ein Star für einen einzigen Menschen, der sein Leben dadurch ändert, transformiert. Vielleicht bist du auch plötzlich nur noch Vorbild, wo Leute, ohne mit dir zu reden, nonverbal ihr Leben wandeln und verändern. Und das beginnt, indem du die Vergangenheit loslässt
und zu einem authentischen Menschen wirst, der sieht, mein ganzes Leben, mein Lebensweg hatte einen tiefen Sinn. Und diese Sinnhaftigkeit nehme ich an. Und daraus werde ich, also in diesem Fall du, zum Star, zur Hauptrolle deines Lebens. Und in dem Moment übernimmst du wieder die Führung, nicht deine Vergangenheit. Du übernimmst die Führung. Denn dann erkennst du wieder, wie grandios du bist, wie wundervoll du bist, wie du voller Wissen bist, voller Erfahrungen bist. Und was suchen wir für Menschen? Menschen, die Erfahrung haben. Menschen, die in der Krise sind, suchen nicht irgendjemanden, der gerade frisch studiert hat. Nee, wir wollen Menschen, die Erfahrung haben. Und von denen wollen wir hören, wie es weitergeht, was zu tun ist. Du bist so ein Mensch. Mach deine Erfahrung zu deinen Glücksmomenten für dein künftiges Leben. Am besten fängst du jetzt damit an. In diesem Sinne, wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es ganz viel mit allen anderen, damit die vielleicht auch selber mal zum Star ihres Lebens werden. Und gib mir einen Daumen nach oben und schreib in die Kommentare hinein. Und wenn du mir eine ganz große Freude machen willst, dann abonniere diesen Kanal. Und wenn du gerne wissen möchtest, wann wieder ein Video von mir kommt, dann kannst du auf dieses kleine Glöckchen drücken. Dann kriegst du eine Benachrichtigung. In diesem Sinne, in den Kommentaren werde ich ja jetzt lesen, dass wir alle grandiose, wundervolle Stars in unserem eigenen Leben sind. In diesem Sinne, schön, dass es dich gibt. Dein Pierre.